Viele Freiwillige müssen allein für das Monatsticket für die Fahrt zur Arbeit ein Drittel ihres Taschengeldes ausgeben. Ein Ticket, mit dem Freiwillige zukünftig zu einem vergünstigten Tarif die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen könnten, ist zwar schon seit Jahren im Gespräch, doch bisher hat sich wenig getan. Und das, obwohl Freiwillige mit ihrem Engagement schon seit langem einen wichtigen Beitrag zur Bremer Gesellschaft leisten. Ich bin Luca, ich arbeite bei CASA, einer internationalen Sprachschule. Hier kümmere ich mich um Sprachschüler und helfe im Büroteam aus. Ich wohne in Delmhorst und fahre deswegen zwischen 30 Minuten und anderthalb Stunden. Ich zahle 80 Euro im Monat von 420 Euro, die ich bekomme. Hi, ich bin Paula und ich mache mein FÖJ beim Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung, kurz BITS. Das BITS organisiert Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit und Entwicklung sowie Menschenrechte und wir stellen auch Informationsmaterial zur Verfügung. Weil ich in Niedersachsen wohne, dauert mein Fahrtweg ca. 40 Minuten und kostet 98 Euro im Monat und das sind ungefähr ein Drittel meines Monatsgehaltes. Ich bin Clara, ich mache ein freiwilliges kulturelles Jahr im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich arbeite sowohl im Labor als auch im Büro, vor allen Dingen mit Kindern. Ich komme aus Oldenburg und arbeite aber hier in Bremen. Das heißt, ich bin jeden Tag 2,5 Stunden unterwegs und von meinen 420 Euro Monatsgehalt zahle ich 140 Euro für meine Fahrkarte. Eine Gesellschaft lebt von der Arbeit, die tagtäglich von Freiwilligen wie uns geleistet wird. Wir fordern daher als Wertschätzung für unsere Arbeit ein bezahlbares Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel, mit dem wir uns auch untereinander gut vernetzen können.